Amadeus, Amadeus, Amadeus. Kennst du das Lied noch, wo ich dich auf Facebook verlinkt habe? Ja. Bob Marley, No One More Cry, weißt du noch? Schulzeit? Klar, Alter. Jo. Da wollte ja keiner, die erste Zeit wollte ja alles und jeder mit jedem spielen, aber dann gegen mich wollte das gar keiner spielen. Ich weiß auch nicht, wieso ich da drin der Beste war, obwohl ich der Einzige in der Klasse war, der noch nie Drogen angefasst hatte zu dem Zeitpunkt. Am geilsten fand ich immer, wo Genghis, Pascal und wer war das noch? Auf jeden Fall, die sich dann angebuffert hatten und die haben es trotzdem nicht geschissen bekommen. Obwohl das Oh. eigentlich voll das Kifferlied schlechthin ist. Ne? Ich mag Blitzcrank nicht. Der macht Aua. Was soll ich denn sagen? Achso, ja, Fenster ist zu. Ich dachte, das ist noch offen. Tut mir leid. Weißt du noch, wo der Hurensohn hier unser Schreiheits neu in der Klasse war und die Flasche gegen das Fenster schmeißt und die kaputt war? Das war aber auch ein Wichser, ey. Der Ich weiß nicht. größte Hurensohn überhaupt, der dachte immer, er beim Fußball, er wär's, Alter. Ich weiß noch, wo wir nach dem Sport hin mal uns alle gepackt haben, wie Clem Hut er war. Und dann fing er, als wir ihn losgelassen haben, wie er anfing wieder rumzumucken und dann gerannt ist, als wir wieder zurückkamen. Ja. Auf jeden, Alter. Reiter da rum, meinte. Junge, Alter, ich ging mir so, Junge, halt deine Fresse, Alter. Aber ich habe ihn nie kapiert. Ich war der Hab den auch nicht Einzige in der gerafft. Klasse, der ihn nie mit Schlägen gedroht hat, ne? Aber auch der Einzige, vor dem er den größten Respekt hatte. Selbst bei Schmitz hat er es versucht, aber bei mir nie. Ich weiß es nicht warum. Ah, Schmitz hätte ihn, hätte Schmitz provoziert, der hätte ihn geschlagen, Alter. Ja, bei Schmitz ist er Oh, immer weg, abgehauen. Blitzcrank! Nicht mit Oh. meiner Stimme. Dead Grab. Dead Tristana. Oder Dead Karma. Ja, das ist die beste Szene überhaupt, Alter. Komm, diese Scheiße da. Alter, hier so ein Gebüsch. Alter. Bombe geht gleich hoch hier. Das wird wieder lustig heute. Oh mein Gott, anal fixierter Husten. Alter. Digga, da ist kein Water Alter. reingeknallt. Ja, ich weiß. Mache ich auch erst, wenn die auf Verlegen sind. Ah, ich mach's jetzt. Geil, auf meine Minions anzuhitten, Mann. Also, nice Skin. Yo. Oh. Hab voll gefällt. Ich sah zwei Wege vor Hey, Bro. und erstieg den weiteren dazwischen. Yep, die darf ich niemand anders aushändigen. Anweisung von Chef. Papa, sonst keiner. Wir alle müssen unsere Entscheidung treffen. Ich glaube, es ist noch beim Vertrag oder nicht. Nie wieder werde Und ich der Teil bringt auch nichts rüber, der ist kein Hund. Nein, Ach so. Der zockt aber gerade, der sitzt im TS. Tradition und Der Revolution. hört mal auf, die anzuhitten, Karma. Scheiß Ja, habe Autorität. ich schon gesehen bei Facebook, ne? Er ist doch tot. Kristana, ich habe drei Champions, die ich mainen werde. Der grabbt dich, Digga!
Ja, er ist gestunt, Digga! Ich bin voll down, Alter. Was hat denn der für einen scheiß Damage gekloppt? Hast du es gesehen? Er hat mir die Hälfte meines Lebens weggefickt, Alter. What the heck? Alter! Der hat mir voll den Kopf zerfickt. Ach so. Der Edgar, Mann. Ah, ich hab ja meine Ulti, ne? Oh, ja, wie ist das schön. Permanent. Ich weiß. Was bringt mir die? Warte mal. Seelenflackern verursacht zusätzlichen magischen Schaden. Dead Ash. Da erscheint gut Job. Mein Tod war wieder unnötig. Ach ja, mein Schatz. Der ist da drin, der Wichser. Was ist denn da? 150 Jahre. Ich krieg da jetzt immer meine Kuh auf die Fresse. Ist mir sowas von egal. Jetzt hab ich die Schnauze voll. Das killt jetzt, gell? Hab ich das richtig verstanden? Ich sah zwei Wege vor mir und erschuf einen weiteren dazwischen. Ich krieg jetzt immer meine Kuh voll ins Gesicht, du dreckiger Nazi. Das waren jetzt vier Kuhs, die alle gesessen haben. Du Fotzenkopf. Oh, der will daneben. Jetzt habe ich einen Ansatz gesehen. Ich hau dir jede Kuh voll in der Face, du dreckiger Nazi. Oh, fuck. Gut. Fucking fuck it. Oh, oh. Karma läuft eigentlich. Love, Rianonbi. Ich sah zwei Wege. Dead Grab. Erwischt. Komm, Anna. Ich fress mal einen Keks. Ein Cookie. Ich wette, den Cookie haben sie nur eingeführt, um für Supporter die Trinkets interessanter zu machen. Stimmt. Woran erkenne ich jetzt, was gerade aktiv ist? Mehr Schaden? Was? Wir alle müssen die Entscheidungen treffen. Oh. No what? Herz und Verstand sind eins. Ach so, soweit ich die Kuh drücke, habe ich kurze Zeit erhöhte Schadenswerte. Wir haben gelitten und gelernt. Oh. Dead Blitzcrank. Tradition und Revolution. Oh. Oh, ich wollte gerade sagen, Wayne, guck mal, ich kann dich auch so treffen. Ha. Nie wieder werde ich tatenlos zusehen. Och Mann, ey. Die Minions sind im Weg. Nein. Ah, King, lauf, Digga, lauf, wenn der Stun kommt. Hallo, ich bin am Tower. Willst du mich nicht haben? Wer ist what? Amonakui. Amonakui. Der ist auch angetan, ne? Geht. Der Todbrot. Bot gewinnt. Ja, Mann, ich hab zwei Supports, was los bei mir läuft bei mir. Dead Cola. Mit also Lulu werde ich spielen und Karma auf jeden Fall. Mal gucken, wir spielen im Raum ein. Und wenn wir total aggressiv spielen wollen, auf jeden Fall Renekton. Das läuft eigentlich. Ich muss mir nur noch mal überlegen, wie ich am besten mache, dass ich. Ich hab mir mal deine History angeguckt, Digga. Das Ding ist bei dir.
Ich spiele zu aggressiv teilweise. Du stirbst zu viel. Ja, weil ich zu aggressiv spiele. Ich weiß den Fehler. Weil ich, du musst mal überlegen, ich spiele sonst immer Renekton Top. So, heißt, du bist gewohnt, total zu engagen. Oh, Dead Grab. Ach, den kommen wir uns. Ah! Scheiße. 30 Gold. 21 Gold. Das kann ich auch. Ich sah zwei Wege vor mir und erschuf einen weiteren dazwischen. Jetzt ist über auf dem Tower Wahnsinn. Warum flash ich da? Weil X kann. Wir haben gelitten und gewonnen. Oh, Wayne, bleib doch mal in der Nähe von den Vasallen. Dann kickst du auch voran mit. Haha, Failgrab. Ich weiß, das war voll failed. Die haben keine Wards, Digga. Ich weiß. Ich habe noch 20 Sekunden. Ich habe doch das Ward-Item noch gar nicht. Ich habe noch immer noch nur das Trinket. Och Mann, dieser blöde Fuck Vasall! Ich krieg die ganze Zeit die Vasallen. Ich will aber diesen scheiß Wichser killen. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Oh. Alter, der Schako macht einen echt geilen Job, ne? Ja. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Kacke. Oh, ich hab gar keinen Mana. Don't do that, Wayne! Scheiße. Ich hatte gar keinen Mana. Fuck! Ja, auf sowas musst du achten. Hättest du mich nicht warnen können? Ich bin kein Pro-Gamer. Ich achte doch nicht. Ich hab deinen Mana, Alter. Dich ins Knie. Du bist gefeedet, du hast gleich Drehen. Ich hätte auch meine Ulti. Mit der hätte ich hier jetzt genug Damage ziehen können, um sich umzukloppen. Aber das sind so Feinheiten, die mit Karma noch reinsetzen müssen. Außerdem sagst du, ich sterbe zu oft. Du weißt doch, warum ich so oft sterbe, wenn ich ganz auf dem Teamfight alleine stehe. Hat nichts mit dir zu tun. Ja, Alter, in der Mitte war ich. Ich bin ziemlich oft in der Mitte oder sowas. Mal, wo wir zu dritt gegen einen kämpfen und die trauen sich einfach nicht rein. Wie so kleine Lowbombs. Da frage ich mich, Leute, was ist falsch mit euch? Nie wieder werde ich tatenlos zusehen. Wo ist Dead Grab? Da war er schon. Hi, Blitzcrank. Do you wanna be my friend? Da. Ich bin wie Wiz Khalifa, ich hau dir immer einen Skill hinterher. Und da. What? So wie Ionia. That's safe. Jetzt fickt die Rain uns. Nur ein Kill, die kann uns noch nicht ficken. Dann machen wir irgendwas falsch, Alter, wenn die mit einem Kill. Zwei, Digga. Wo die zwei weg? Der erste hat doch Blitzcrank vorhin gekriegt. Ja, die hat einen Doppelkill gemacht. Ach stimmt, die hat dich ja auch gekriegt, ne? Ja. Fordert euer Wissen heraus. Egal, dann schicken wir sie jetzt. Ich sah zwei Wege vor mir. Ich kann mein Schild nicht machen. Ja, diese Sekunde, die du noch gebraucht hättest bis dahin, ne? Kannst du nicht schneller werden, ey?
scheiß Bob, ey. Blöd. Eigentlich stellen wir uns eigentlich wieder schon total doof an. Dein Tod war sowas von unnötig, genau wie meiner, ne? Wir wissen, wir haben einen Blitzcrank im Team und wir sind beide voll offensiv eigentlich. Ja. So wie Ionia sich verändert, muss auch ich mich verändern. Herz und Verstand. Folge mal Blitzcrank. Wir haben gelitten und gelernt. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Da ist was hat das da unten drin? Wir alle müssen uns entscheiden. Ich sah das vor mir und erschuf einen weiteren dazwischen. Du endest jetzt auch. Wen ist unten drin? Wissen heraus. Sorry. Die Antwort liegt im Inneren. Gaiena, hier die. Tja, das wird zu gern, gell. Zögern bedeutet Versagen. Herz und Verstand sind eins. Lux. Sogar luxuriös kommt runter. Oh, voll durchgehauen. Fordert euer Wissen heraus. Die Antwort liegt im Inneren. Wir alle müssen unsere Entscheidungen treffen. Nie wieder werde ich tatenlos zusehen. Wir haben gelitten und gelernt. Danke, wird's fern. Jetzt beweisen wir unsere Mühe. Konzentriert euch. Seid der Arzt. Friede. Ja, gut, dass du da drauf gehauen hast. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Werdet nie zum Monster, um eines zu besiegen. Zögert nie. You have so beautiful. Down gewesen.
wenn er nicht geflasht hätte. Ja. Smooth! So wie Ionia sich verändert, muss auch ich mich verändern. Ich glaube, ich hole mir, bevor ich mir das Morello Monikum kaufe, erstmal Sonia. Alter, weg! Oh. Ah! Ich sah zwei Wege vor mir. Gott! Es kommt auch nie SS, ne? Ja, ich hasse sowas, Alter. Nein! Ja, Digga, das war unnötig. Ne, ich wollte den Tower defenden. Und der Asier bleibt dann, weißt du, der kommt hier in unsere Richtung, top ah, und Asier. Bleibt dann hier stehen. Warum bleibt der Duck stehen? Dein Hurensohn ist. Siehst du, diesmal war es nicht unnötig. Eigentlich sind ja, du viele bist reingerannt, ne? Du hättest gucken müssen. Warum soll ich gucken? Auf der Karte sah es aus, als wenn er hinrennt. So, dann renne ich natürlich rein. Und defende. Ja, warum rennst du in drei Leute rein, oder? Weil der Asier sie bekommen könnte. Könnte. Der kann ja nichts dafür, wenn der blöd ist, oder? Ja, aber solche Aktionen 2 gegen 3 irgendwie ist unnötig. Ach, unnötig ist nur eine vorübergehende Situation. The Tackle Room. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Do you wanna be my friend? Ich will nicht, dass hier Wort ist Glück. So wie Ionia sich verändert, muss auch ich mich verändern. Oh. Oh Mann. Ey, natürlich, Alter. Ey, Leute, was ist denn da schon wieder hier, Alter? Ja, frei mir auch. Guck, der Asi, der stand schon wieder außen vor. Der hat keine Hilfe gemacht. Und zu dritt gegen 5. Aber der Gnar pusht wenigstens gut. Ey, schon wieder ist eine Wayne gefeedet, Alter. 5-2, ja. Fordert euer Wissen heraus. Wir haben gelitten und... Das kommt früh, Asia. Ja, was machst du da in der Mitte? Herz und Verstand sind chill meine Base. Bin noch immer schnell wieder da. Tradition und Revolution. Oh! Mein Stun ist schuld. Sorry. Mein Stun ist schuld. Also eigentlich ist das gar kein Stun, ne? Hast du den Support bekommen dafür? Ja. Alter, dein Score ist mal best, Alter. 3-3-3. Guck, was der Asier für Shows abzieht, das geht gar nicht. Mein Farm 133. Fordert euer Wissen heraus. Meiner ist bei 24, aber das ist normal, ich bin der Supporter. Und da, Eigner. Ich sah zwei Wege vor mir. Und es gibt einen weiteren. Oh, von hinten auf Kasadin, ne? Das ist eigentlich Stein.
Ach komm. Da ist voll schon wieder viele, die direkt da. Der diesen Asian, Alter. Ich wollte schon sagen, ja. Herz und Verstand sind eins. Vier, 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 Alter. Was geht denn da ab, ey? Siehst du, was ich meine? Tradition und Revolution. Wobei wir noch eigentlich recht gut führen. Vielleicht nicht von Kills her, aber von Tower und so. Wenn die Ionia sich verändert, muss auch ich mich verändern. Ja, also jetzt würde ich abhauen. Nie wieder werde ich tatenlos zusehen. Wie sie locken will. Wir alle müssen unsere Entscheidungen treffen. Zögert nie. Dead Help. Wo ist der Asia eigentlich schon wieder? Der war die ganze Zeit hinter mir, ne? Und in dem Moment, wo wir hier in Fight gehen, ist Asia wieder Kilometer weit weg. Ach, guck dir komm mal an, wo der rumrennt. Wir sind eigentlich das bessere Team, aber so wird das nicht, Alter. Was der Asia veranstaltet, ach, ist doch scheiße. Ja, du rennst auch in der Mitte irgendwo rum. Digga, ich hatte drei Leute hinter mir. So, und theoretisch, wenn ich... Hätte ich davor gesehen, dass der Asia nicht mehr hinter mir ist, wäre ich gar nicht erst dahin gegangen. Nur in dem Moment, als ich auf die Lux gehe, rennt der Asia weg. Ja, der Asia ist eh behindert. Ja, eben. Das ist das, was mich voll ankotzt im Moment. Ging immer voll die Pros. Des Willens. Ich sah zwei Wege vor mir und erschuf einen weiteren dazwischen. Der Befehl wurde erteilt. Guck mal, diese Bastarde. Die alle runterkommen, wie die Geier. Außerdem von hier weiter. Keiner fokussiert, doch du. Wow, einer in den ALC fokussiert. Jetzt du, jemand aus dem. Ja, hab ich gesehen. Aber das war echt scheiße. Du fragst mich, warum ich so oft sterbe? Ja. Ja, die Frage ist sowas von unnötig, ne? Warum? Die ist sowas von überflüssig, weil ich da sofort bin, der unterstützt. Klar, in erster Linie den ADC, aber wenn ich woanders unterstützen kann, ne? Unterstützt ja, dann woanders. So. Die Aufgabe des Supporters ist, bei dem AD Carry zu bleiben und nicht irgendwo in der Mitte rumzutrollen. Das stimmt so nicht ganz. Doch, natürlich. Die Aufgabe des Supporters ist, das Team zu unterstützen, wo es geht. Ja, du bist aber nicht dafür da, um zu roamen. Das mache ich ja nicht. Na klar. Ich nein. War Support und du warst in der Mitte, natürlich. Ach, stell dich nicht so an. Ich sag nur so, wie es ist, Digga. Ja, aber daran liegt's nicht, glaub's mir. Es liegt einfach daran, dass es schwierig ist, wenn ich woanders helfe, diese scheiß Kacke, die sie abziehen. Bro, Schako, geh rein da. Ach klar, Alter, bei denen in Stun rein, ey. Heute wieder das Lucker Day-Tag gerade. Oh.
Oh, Digga. Oh. Wie spielst du das? Top-Lam, ich hab die Schnauze voll vom Support. Was machst du nur noch, Digga? Ich spiele jetzt nur noch Top-Lane, ich hab die Schnauze voll davon. Vom Supporter. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Als Top-Laner kann ich zum Beispiel für Nektar oder ähnliches ein Game alleine drehen. Hab ich schon mehrfach gemacht. Ja, dann spiele ich nicht mit, ich spiele keinen richtigen Support. Dann Bock drauf. Nie wieder werde ich tatenlos zusehen. Herz und Verstand sind eins. Es waren alle tot und es hat keiner gepusht. Ich hab unten die Bot gepusht. Das ist eine Lane, die gepusht worden ist. Und was hat der Gnar gemacht, der Asie gemacht, der Sharko gemacht? Ich hab die Midlane gepusht. Aber ich bin nicht der schnellste Pusher, ich bin der perfekte Support. Ich sah zwei Wege vor mir und erschuf eine. Was soll denn das, Gnar? Alter, und der Sharko, wo rennt der wieder rum? Und der Sharko. Er geht selber noch drauf. Tot, er. Sich verändert, muss auch ich mich verändern. Fordert euer Wissen heraus. Wir alle müssen unsere Entscheidungen treffen. Ich sah zwei Wege vor. Gajena, Kiriwi. Ach komm, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Ich deinstalliere heute, LOL. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Sich selbst zu besiegen bedeutet.
werde ich tatenlos zusehen. Da sie bin. Friede, ganz gleich zu welchem Preis. Ups. Herz und Verstand sind alles. Score ist der beste, Digga. Ich hab nur einen Sinn beim Score. Nur einen Sinn. Läuft bei mir. Mach! Asie. Oh! Chase mich weiter, dann tötet sich gleich. Ah, tut sie doch. Der ist hier runtergegangen. Yep. Der trollt ihn voll mit Absicht, Alter. Oh mein Gott. Tja. Der Typ, heißt Chase. Musst du mal rein. Ah, oh, was soll ich dazu noch sagen, Alter? Soll ich da jetzt sagen, wow, gut gefühlt? Ist doch dasselbe. Drake ist ab. Oh no. Oh, fuck, fast. Hau da drauf, da die Scheiße. What, Digga? Oh, ich wollte gerade sagen. Ich hätte eigentlich Sonjas aktivieren können, hätte ich überlebt. Den Gnar, ne? Ja, warum auch nicht? Ich meine, jeder feedet den Gegner so gut der kann, ne? Oder liege ich da falsch? Naja. Ja, aber wir haben ja Bot eigentlich wieder gewonnen, easy, ne? Ja, bis zum Zeitpunkt, als Midlane 3-4 mal runterkam. Aber gewordet war meist immer. Das Problem an der Sache ist, dass ich es klug gemacht habe. Es überrascht halt zu sehr, wenn sie ganz plötzlich kommen. Vorsicht, oh nein. Super, wo komme ich denn jetzt weg? Scheiße! Ich habe so sehr auf dich geachtet, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass ich in der Weg dahin war. Ah, nein! Ich dachte, ich stehe noch in der Base. Verdammt. Ja, auch schon mal passiert. Alter. Ich muss wohl, während ich zu dir hingescrollt habe, Farbe rechts gedrückt haben. Auf einmal renne ich genau in deine Richtung. Boah! Boah, sie hat was zustande bekommen. Ah, sie hat was zustande bekommen.
Ja, das war's jetzt aber schon wieder. Alter. Wen du Idiot, ey. Da, hallo! Oh, meine Fresse. Und jetzt sterbe ich auch noch. Ey, das gibt's doch gar nicht. Digga, wo bleibst du? 6 Sekunden, sehr schön. Ich hab Sonja, ich renn dann drauf. Nein, brauche ich nicht mehr. Ah, wollen wir eh nichts mehr. Ja. Lass mir mal den Bot fahren. Fürchtet euch niemals vor Veränderung. Die Antwort liegt im Inneren. Ja, Schako, das bringt uns jetzt auch nichts weiter. Das wird die jetzt nur fliegen, Alter. Ich sah zwei Wege vor mir und erschuf einen weiteren dazwischen. Vorwärts! Ich wusste schon, warum ich da nicht hinterher renne. Oh, wo kommt der denn weg? Verdammt! Ich war doch eben noch da, der war doch gar nicht da und ich habe doch hier ein Wort gesetzt. Ach nee, da oben beim Baron. Und was macht genau Himmels Willen da? Na, ja, fragst du mich Sachen, Alter. Alle hier, die ganzen Bastarde. Ja. Boah, der Chef war aber nice. Ja. Was? Ich hab die Plattform gegrippt, Alter. Oh mein Gott, da schon wieder. Schön dich zu treffen. Nenn mich König, nenn mich Dämon. Das Wasser vergisst die Namen. Wir bringen ihnen Schmerz. Malphite zu Portner? Klar. Ja.
Da bin ich, finde ich, stark. Hast du eigentlich recht. Aber er hat halt einen Slow Knuck-Up und einen Knuck-Up. Ne? Ja. Ich könnte auch Morden ich nehmen und dann den Drachen holen. Damit kann ich dich auf jeden Fall supporten. Ja, da bleibt aber nicht lange der Drake. Ich weiß. Wir bringen ihnen aber Schmerz. Aber für die Zeit, die wir ihn haben, können wir easy die Lane pushen. Er ist recht auf Low Levels, ne? Vertraut immer auf euren Selbst Gast. Die Pros sollen wohl noch keine Lösung gegen den Drake von Morde gefunden haben. Ach, was mach ich denn da? Wieder Karma, ich weiß nicht. Ich will gerade nicht unbedingt Karma spielen. Die Sonne geht auf. Leona solltest du auf jeden Fall main, Alter. OP-Support, Alter. Kurz ja, pissen, Digga. Ja, danach gibt's viele OP-Supports. Lulu zum Beispiel. Ja, aber Leona hat 3 Stunts, ne? Das zwei. Hardcore und auch noch. Zwei Stunts hat sie. Ah? Q und Ulti sind die einzigen Stunts, die da hat. Weil ja Ulti nur, wenn du richtig triffst. Na gut. Kurz pissen. Jupp. Funktional und modern. Da. Jo. Tarek willst du spielen? Ich bin mal überlegen, ich guck grad seine Skills durch. Weil eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist der gar nicht, hat er gar nicht so schlechte Skills. Wenn ich mal überlege, sein Verzaubern, wenn ich mich selbst heile, ist der heilendste Effekt auf mich und meine Verbindung hoch, also höher. Kann aber natürlich auch, wenn ich einen Verbündeten anklicke, trotzdem alle Verbündeten heilen. Ich habe mit Zerschmettern ein Skill, womit ich die Rüstung von Tarek und verbündeten Champions in der Nähe erhöhen kann. Ich habe dann eben noch Blenden, den Stun, je nach Entfernung ist er eben härter. Und Erstrahlung, ne? Tarek rammt seinen Hammer in den Boden und verursacht Schaden an nahen Gegnern. Danach verstrahlen Tareks Edelstein-Energie, die Tarek und seine Verbündeten zusätzlichen Angriffsschaden und Fähigkeitsstärke geben. Ja, können wir ja mal ausprobieren. Aber ich spiele ja nicht Tristana. Eigentlich hört sich voll strong an. Pass auf, wir spielen jetzt Tristana doch und wir scheißen jetzt auf die anderen Lanes und pushen unsere Lane komplett durch. Gut, zum obersten Tower. Dann müssen wir nur dafür sorgen, dass wir genügend Wards. Das heißt, du musst auch jetzt Wards verkaufen, ne? Weil ich kann nur 3 setzen. Du setzt einen im River. Ein da genau setzen muss. Das Problem an der Sache ist, ne? Deine Schnauze. Wir können ja auch, wenn sie unseren ersten Tower down haben, von hinten rumkommen. Ja. Ich will nur abgesichert sein. Großer Panda. Und der Nasepeter. Und nimm an, du Fotze, das ist dich. Also zwar mit Tarek, weil das ist wieder so ein typischer Champion, den ich am liebsten spiele. Schön Tankiness. Eigentlich voll die geilen Fähigkeiten, zumindest wie sich anhört. Morgen regnen.
Scheiß auf Regen. Gute Bot, gute Bot-Kombination. Maifight, Yasuo, Kalista und Tam Kench, Wayne und Braum. Trash und Blitzcrank, Wayne und Leona. Leona, Ashe, Maifight, Yasuo, Kalista und Tam Kench, Wayne und Braum. Boah, bei dir kommt das voll verzögert rüber. Nee, lag gerade daran, weil ich den Twitch-Stream kurz anhatte von mir. Aus Versehen. Oh, die LeBlanc war Gold. Gucken, ob jetzt das was hilft. Ich glaube ja nicht dran. Das heißt, wir bleiben jetzt stur auf unsere Lane. Jo. Als erstes Ding hier oder bis dann? Dann. Ich nehme diesmal ein extra Ward mit. Dann als erstes. Du hast Abklingszeit plus 10%. Was geht denn bei dir, Alter? Das sind meine Skills, weil Taurik hat allgemein eine hohe Abklingzeit. Ja, aber du hast nicht zusätzlich 10% Angriffszeit. Klar. Ich hab Taric auch schon gespielt. Durch meine Masteries, Digga, und Ruhen. Ich muss ja irgendwie seine Schwächen ausmerzen. An und für sich hat er ja für sich einen hohen Rüstungs- und sowas Wert. Also, wie mache ich es am besten? Ach so, ich heile prozentual zu meinem Leben mehr und auch zu meinen AP-Fähigkeiten. Ja, und Asia ist hier Support, oder was, Alter? Seid denn so eine scheiß Combo denn schon wieder, ey? Ey, Alter, die sind doch alle Bronze 5, Alter. Guck mal, die haben alle Entzünden mit dabei. Rubin für Kraft. Ich hab irgendwie Angst. Na gut. Ja, ist gut gegangen. Ich habe auch eine schnellere Startlaufgeschwindigkeit als du. 365 und du hast nur 325. Was machst du? Hey. Wo willst du hin? Ach so. Du sollst nicht hier rumlachen, du sollst dann ein Wort setzen.
Brand Support, Alter. Was ist denn hier los? Bin ja mal voll auf Damage. Smaragd für einen. Ah, das ist so klein. Ich bin so ein Stunt oder so. Autsch. Das hat weh, du Drecksfotze. Alter, das fängt ja jetzt schon an. Hier so eine beschissene Combo für die Gegner, ne? Übertrieben weite Range, übertrieben viel Damage und ein Stun. Nein, den Stun muss aber auch erstmal treffen. Der Hurensohn. Mana-lastig ist er, aber voll. Boah, Alter. Was sein Range, Alter. Jo. Toll, mein Freund. Der ist du einmal kurz back. Ich defend so lange, gehe ich auch mal back. Nee, ich warte jetzt. Der ist vor Top. Okay, dann pass bloß auf. Sehr schön. Wo ist die überhaupt, die Diana? Ja, ich sehe die Base. Lol. Ich möchte noch mal für meinen Stun. Alter. Ja, Diana, kommst du auch? Ah,
Oh mein Gott. Boah! Immer diese schwulen Fallen drin. Wie viel noch für Bear Sword? Weil ich muss einmal weg. Ne Zicke! Der Brand geht voll ab, ne? Ja. Das heißt, ich hole mir AP, weil durch meine W habe ich ja Rüstung. Smaragd für Einsicht. Dem war keine Wards wirklich, ne? Rubin für Kraft. Doch, haben sie. Alter, überall diese scheiß Caitlyn fallen. Hast du überlebt? Oh. 2, 1, Stun out. Gott sei Dank. Digga. Hä? Was hast du? Gut gespielt. Jo. Du auch. Minion, nein! Ich hab schon wieder kein Mana mehr. Ja. Boah, das gibt's doch gar nicht. Die Haarnase Peter, der ist ja schon wieder offline. Es sind immer die Jungler oder Midlaner, ne? Sauber von LeBlanc, Alter. Hat sich schön gemacht. LeBlanc gefällt mir bisher. Smaragd für Einsicht. I'm a liar. Also ich weiß nicht warum, ich hab das Gefühl, ich könnte schon irgendwie brauchen. Digga! Komm, ich fahre Digga. Macht nix. Immerhin ist das Tower, der Tower defended. Da, der Blau kommt. Mach sie da. Sie hätte fast getrollt, würde ich sagen. Fast. Der Brand war der leider in dem Moment noch ein bisschen aufmerksamer.
Ja. Jetzt haben sie natürlich Kate den gefiedert, die drei Kills. Von Kohle ja. Zum Diamanten. Hä? Ja. Plus 4, dann ist er gut. Hier steht makelloser Macht gegenüber. Ah, toll. Chaco. Opal für Harmonie. Hab's gesehen. So, kommt da jetzt auch noch ein Lämpchen hin. Smaragd für Einsicht. Lieber mich von Brent holen lassen, wie von Kate. Das fand ich nicht nett von der LeBlanc. Geht auf den Tower mit drauf, um ihn zu killen, und dann haut er ab. Oh. Naja, gut. Aber wir haben unsere Lane noch safe. Smaragd für Einsicht. Und was sagst du, Mr. Tutorial, das gar nicht so schlecht war? Ja. Das sagte ich dir doch mal. Warte, ich komm gleich und heal dich. Und die anderen Decks attackieren. Wie immer das übliche Spiel. Die Bah! Die Fotze, ey! Scheiße! Wollt auch mal was riskieren. Ach denn jetzt, manchmal darf man das. Wenn ich auf der Distanz mit meinem scheiß Opal für Harmonie. Stun erwischt hätte, die Kate wäre so down. Ich trau mich nicht, ich weiß nicht so wirklich, was Terry drauf hat. Ja, der weiß ich nicht. Muss mal ausprobieren. Ja, nee. Allein von dieser Combo, Alter. Caitlyn und Brand, Alter. Smaragd für Einsicht. Nein. War ein richtig nice Gang, Alter. Muss ehrlich mal zugeben. Sollten wir aber langsam mal den Bot in den Tower runterklappen. Lauf mal in die Falle denn rein. Warte, lass erst die Minion schießen.
Tower ist definitiv down. Der kommt unten rum, Digga. Da kommt auch eine Caitlyn. Ich habe zu wenig Leben und zu wenig Mana, um jetzt den Fight annehmen zu können. Diesmal will ich nicht risky gehen. Die Runde läuft einfach zu gut bisher. Ja. Ja, so wie wir jetzt spielen, müssen wir immer spielen. Ja, ich spiele einfach zu aggressiv. Wie gesagt, ich bin es einfach, weiß, dass ich vorher eigentlich Main Top war und das hat man ja auch gemerkt. Ja. Ich war vorher auch Main Mitte. Ja, aber da bist du es gewohnt. Da bist du es gewohnt, auf Vorsicht zu spielen, ne? Als Toplaner weißt du, was du tanken musst und alles. Und ich war Main Support, ne, Digga? Siehst du, ich nie. Ich habe den Support bisher immer gemieden. Ja, aber ich finde eigentlich, ich spiele gern Support, Alter. Macht voll Fun, ne? Es, ja klar, also ich habe jetzt auch nichts gegen Support. Leute, wieder. Einfach so die Leute ärgern kannst. Hier, der Drache. Nicht chasen, nicht chasen. Saphir für Göttlichkeit. Das war ein guter Schuss. Alter, jetzt schieben wir doch nach Darius, ne? Jetzt mal hier, ich hebe dich hoch. Das war nur alle 12 Sekunden. 9, 8, aber wir können dann wenigstens Sprint oder sowas holen. Lass mir den großen. Drake ist down. Scheiß Sharkbox, ich hasse sie. Das mit, ja, genau. Oh. Smaragd für einen. Nein, kann ich noch. So. Jetzt lassen wir mal backgehen. Das ist bestimmt auch wieder eine Knete. Frozen Heart oder eisgeborenen Handschuhe lieber? Ja, Handschuhe. Stimmt auch, da bin ich offensiver. Habe ich ein bisschen mehr AP, mein Heal ist stärker. Ja. Aber Frozen Heart könnte ich die Kate mehr tanken. Edelsteine behalten ihre Schärfe. Für Kraft. Keine Panik, wer kann Kills hier geworden? Oh, warum heile ich dich? Ja, überlebt mit 4 HP. Ja, der Brand kriegt sie alle auseinander, ne? Ups.
du, das meine ich. Guck, wenn der Supporter nicht auf der Botlane ist, dann ist der AD Carry einfach am Arsch. Im Normalfall macht man das ja so, wenn der Supporter kurz mal weg ist, dass der AD sich ein bisschen, ne, passiver verhält und... Naja, was willst du machen, wenn die Türme kaputt sind, weißt du? Na klar. Da hast du ja allen für sich recht, aber ist auch egal jetzt. Boah, der Mensch. Digga? Ja? Spürst du? Komm weg. Die sind alle weg, alle Gegner sind weg. Ich sehe keinen einzigen nach dem Map, ne? Ja. Da kommt schon der Brand. Jetzt kommen sie mit. Komm weg da! Ja, ja, der kriegt mich nicht. Sehr ich hab Flash, ich hab noch Stun. Ich kann den noch wegschießen mit meiner Ulti. Ja, Daryl ist schon ziemlich gefeedet, das, ne? Ja. Ich bin ein bisschen Panik. Also der Tower wird auf jeden Fall down gehen. Lappen. Jo. Komm doch, Leblanc. Egal, wo ich mich schaffe und alleine. Jetzt nicht mehr. Saphir für Göttlichkeit. Opal für Harmonie. Na, läuft doch ganz gut. Bisher ja. Nix All Might, ihr habt gefehlt. Ich gehe nirgendwo und ich packe meine Botlane. Scheiß Sharko und Bot, die ist mir auf die Nerven. Doch, Bot. Wollen wir uns den Blue holen? Smaragd für Einsicht. Der hilft mir mal kurz beim Blue. Ich will den Blue haben. Komm mal, da. Reicht, danke. Herr Brand. Nein! Dead Faithless! Digga, lauf! Lauf, als würde es um deine Mutter gehen. Yo! Alter, das ist nur Lowlife, zwei Lowlife-Dinger noch, ne? Das trifft. Ist ja nicht alleine sie. Tschö! Nur da oben ist Dick Farm, Alter, und keiner rennt hin.
werden sich wahrscheinlich den Botlane Tower holen. Da brauchen sie nur einmal leicht drauf hinten und dann war es das. Ey, es ist wieder so typisch. Digga, komm, Botlane weiter pushen. Ich bin auch gleich da. Ich heal dich. Ja, ich. Achso. Der Brand kommt. Da, warum sind da so viele Wards? Sind die behindert? Warte, lass den Brand kommen, lass den Brand kommen. Er hat Angst. Smaragd für Einsicht. War nice gebaitet. Ey, wir hatten keine Wards, ne? Da in dem Busch, das hat uns dann zum Hängen. Hier ist noch einer, ne? Und hier habe ich einen. Und da habe ich auch noch einen da unten. Aber macht nichts. Jetzt kriegen sie in den Botlane Tower. Wir haben schon zwei Botlane Tower, Tower down. Wir können immer noch hier unten als jetzt. Was meinst du? Soll ich mal eine Warmox holen? Ja. Nice, ging gleich Frick. Brauche ich den Wort da gar nicht mehr, wo ich ihn gerade gesetzt habe. Ne? Smaragd für Einsicht. Auf der Top. Ich sehe nicht, was auf der Top abgeht, Alter. Da alle auf der Top. Mit Alter. Das interessiert mich doch nicht. Wir holen uns jetzt den Inhib. Ganz schnell zurück und defend, jetzt haben wir irgendwie. Stopp. Jetzt fahren wir schnell zurück, top den defend. Paco kommt. Ja, sind wir. Wenn das versucht, ist er wahnsinnig. So, welche Lane wollen wir als nächstes angehen? Wollt mal gucken, was der Asi hier so drauf hat. Ja gut, mich mit Lowlife denn da in den Busch zu stecken, war nicht gut. Warte mal kurz, Digga. Meine Freunde haben mir eine Nachricht gesendet. Meine Tastatur funktioniert irgendwie nicht. Ich habe die ganze Zeit versucht zu schreiben. Und ja. Handy ausgemacht, wieder angemacht und. Leider Bennett und ich habe keine Ahnung, was meine Tastatur. Oh, die Arme. Ja, welche Lane nehmen wir uns als nächstes vor? Ich würde sagen, Top 3. Jo. Für Kraft.
Kannst ruhig irgendwo aushelfen, ne? Weil ich kann auch alleine pushen, ist auch kein Ding. Ja, ich komm einfach mit. Die sollen die Schnauze halten. Es ist besser, wenn wir zu zweit gehen. Ich gehe nicht mehr mit anderen, mit fremden Leuten in Tiefplatz, vergiss es. Jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, bisher... Darko, komm. Lass ihn da. Wurde gestunt und geschickt. Digga. Ich bin mit Frenzy. Wenn einer mit Lowlife kommt. Schauen wir mal das Ganze. Oh. Da. Ja, Drake. Der Block macht kaum Damage auf Dauer. Weißt du, was schön ist? Das ist schön. Smaragd für Einsicht. Dass die Bot pusht und die müssen irgendwann defenden. Also einer muss mindestens immer weg. Weiß, und das schaffen können wir mit den Asier. Der Asier. Geht top. Kein Mana mehr. Naja, ich komme mit dem mit, aber ich habe blau Mana, ne? Ich kann dich nur mit Stunts jetzt finden, was anderes mal weg. Ja, nö, ist okay. Mal auf mit dir. Saphir für göttlich. Boah, was für ein Damage-Output einfach so an diesen Dingern. Ah, der hat mich eingesperrt, der Asia. Ich drück die ganze Zeit F und wundere mich, warum der Stun nicht funktioniert. Sonst hätten wir den eigentlich kriegen können. Scheiße. Fail. Ja. Aber egal, die haben. Oh, der untere Inhib, den müssen wir gleich nochmal wegpushen. Ja. Und dann haben wir hier. Das ist eigentlich eh schon gewonnen. So, nach Hurricane kaufen. Na, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Oh, LeBlanc stirbt. Der kommt mit auf Bot, dann machen wir schnell einen Hit down. Ja. Alter, ich habe 3184 Leben schon. Der Red Dark, wir laufen am Red Lang. Ja,
Einfach mal so easy, ein paar tausender Crits machen. Wieso mach ich das schon mit einem Button? Egal, scheiß drauf. Mir fehlen nur noch 250 für meinen Warmot. Hier steht makelloser Macht gegenüber. Könnte sein, dass die gleich hier hochkommen, ne? Das heißt, fast jetzt pushen. Fast. Die Edelsteine behalten ihre Schnupfe. Dann ganz schnell weg hier. Der Holmond. So, ich geh back to base nochmal schnell. Lass die Minions das erledigen. Ja, ich bin einmal nicht im Teamfight und Toni stirbt. Ja. Ja, okay, gut. Kann man vorkommen, halb zu schlimm, Mund abwischen, weiter geht's. Vollbild, Alter. Ich eigentlich nicht. Ich eigentlich nicht. Ich hole mir jetzt noch Trinity Edge dazu. Wer böse. Trinity? Ja. Mehr Leben, mehr AP, mehr Mana, alles mehr. Und für viele meiner Attacken brauchen ich halt Leben. Bumm. Also die haben eh verkackt jetzt. Jetzt übertreiben wir. Warte, Digga, warte. Ich bin in 3 Sekunden, bin ich da. Lass mal Baron machen. Ja, lass mal Baron machen. Ja, kann man machen. Opal für Harmonie. Die sind eh jetzt total defenden. Ich Max Defense machen, Alter, verkacken sie. Die Edelsteine da hinten. Drück mal auch noch, komm. Rubin für Kraft. Ich werde jetzt aufsteigen.
Saphir für Göttlichkeit. Rubin für Kraft. Der Darius macht jetzt hier die Ein-Mann-Armee. Hier läuft, Alter. Oh! Das war eine einzige E, Digga. Ein einziger Stun. Oh! OP-Stun. Mad. Schnell mich hochheile. Warte, Digga. Zack, mach jetzt. Wir müssen jetzt mal den Inhibitor pushen, finde ich. Irgendwie quälen wir die hier schon wieder zu lange. Digga, komm zum Inhibitor. Zum Nexus. Ich hab die Schnauze voll. Ich hab dann die ganze Dachzeit. Ich bin nur zwei oder einmal gestorben, Alter. Wie in so einem lächerlichen Botgame. Also ich muss ja auch erstmal gleich ein Schlippchen anzünden. Ich muss gerade vielleicht mal meine Freundin kurz rüberjagen. Hey, Bro. Klar, und kriegt dafür ein A+, Alter. Was geht denn da, Alter? Wieso habe ich nur 2,519, Alter? Haben wir echt so schlecht an der Botlane gespielt? Tatsächlich, du hast doch 14 Kills. Ja, ich war nicht so kegel, ne? Wir haben ja strategisch gespielt, richtig gut. Ja. Rufst du mal kurz drüben an und fragst, ob er aber mal 10 Flüppchen für mich hat? 10 Flüppchen! Er muss ja eh nochmal rüberkommen wegen seinem Arbeitsvertrag. Zigaretten. Den Lungkracher meinte. Sorg dir mal Tabak, Alter. Fang an zu drehen, ne? Nee. Ich kaufe mir eigentlich im Original und meine Packung ist aber jetzt leer und ich bin zu voll, mir neu zu kaufen. Ah, fang an zu drehen, Junge, Alter. Sparst du Geld, Alter. Ja, toll. Ich soll Geld sparen. Kauf mir aber für fast 1000 Euro hier einen Laptop und eine Box jeden Monat. Irgendwas Neues getan. Ah, Digga, jetzt denk nicht, dass du hier Millionär bist, Alter. Ich denk nicht, dass ich Millionär bin, aber ich weiß, dass ich genug hab, ey. Jeden Monat hast du genauso viel Geld. Jeden Monat habe ich immer zwischen 2000 bis 3000 Euro. Naja, ihr müsst zu dritt essen und alles, ne? Musst du auch halt alles einkalkulieren. Baby winnen und so. Alter, weißt du, wie ich für Essen und Trinken einkalkuliert habe? 1000 Euro. Ah. Und wenn 1000 Euro im Monat für drei Personen nicht reichen, Alter, dann müssen wir echt mal fressen sein. Dann müssen wir schon einen Ruffy-Magen haben, Alter. Normal. So, dann habe ich 800 für Miete und der Rest geht für Spesen. Teamspeak nennt man das. Nicht Telefonessen. Funktional und modern. Ja.
Para die alte Pflaume. Ja, ich dreh mir gerade noch einer. Ich ja, kannst ja gleich annehmen. Ich gehe auch gleich kurz noch einmal kurz mit meiner Freundin drüber. Ja, wie lange brauchst du denn? Schlagen 20 Minuten, eine halbe Stunde maximal. Echt? Übertreib doch nicht, ja. Da muss Papa noch ein bisschen auf den Sack gehen. Ja. Kann deinen Arsch rüberwählen und zocken. La que te conozco de algo, ¿no? Este sí, soy el de la casa de atrás. El día de hoy trolearemos al extremo. Invito al especial Grand Danger. Yeah. ¡Ándale, muchachón! ¡Muy bien, tú! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Wow! ¡Ay, muchachos! ¡Un refrescante! ¡No mames, cabrón! ¡Corre bien, no se güey! ¿Sí tiene flash? ¿Cuál flash? ¡Esta puta! Estamos aquí con la comediante más sexy, más bonita de México. Ella es Ale Rivera, la Carocha. Cuéntanos un poquito. ¡Ándale, muchachos! ¡Sí! ¡Papá! ¡Oye, refrescante! ¡Buenos días, hermano! ¿Dónde está Macu? No, ¡órale, cachondo! ¡No te vayas mojado, Miguel! ¡Ey, bandita! Pues nos encontramos con la sexy, con nuestra Playmate, G, Reyito. G, ¿cómo estás? Todo bien. ¡Qué bueno! ¡Ándale, muchachón! ¡Ponte otra vez! ¡Súbele, muchacho! ¡Un día de pelo! Boah, sind aber die Poeten. Wie ist das? Los cadeneros son muy mamones. Güey, si pudieran sentir mi corazón, se darían cuenta que estoy muy asustado. Pero ni pedo. No mames, ¿qué pedo? Das ganze Gesicht mit Rasierschaum voll gesprüht. Ja. Na und? Die sind da den Leuten die Hose runterziehen. Ja, ne? Buenos dias! Die eine ist krass, die zweite, die er versucht zu küssen. Ja, die leckt mit der rum, Alter. Ja. Oh, der arme Junge, Alter. Harold, I think I'll paint the ceiling beige. Yeah, beige. You'll go off the curtain. Oh my God! Oh my God! Oh, you're the dog! Get me! Me! Yeah, I'm so excited to go. Supposed to be.
Ja, du kannst ja auch meine Seite anhören. Das wird mir sowieso angezeigt, wenn du was guckst. Ja, ich hab noch was gepostet, Alter. Das musst du dir mal reinziehen, Alter. Orgasmus um die Welt, ey. Und das guckt ihr mal bis zum Ende an. Meh. Oh Gott. Das sieht schon scheiße aus, ey. Ja, guck's dir einfach bis zum Ende an, Digga. Am besten das ist Neuseeland, Alter. Meh. Australien. Die Ziege. Meh. Voll bescheuert, Alter. Wie kommt man auf solche Ideen? War wie nicht, Alter. Es ist immer wieder gut zu sehen, ey. So, Digga. Ich werde jetzt einmal kurz abhauen. Bin aber gleich wieder da, ich beeile mich. Au. So, bis gleich. Jo, ich mute mein Tele, Digga. Ich auch. Ich schreibe es also dann an bei LOL. Nee, bei Facebook. Oder bei Facebook. Dann bis gleich. Jo, bis gleich. Microphone muted.